Freunde, heute gibt es mal ein kurzes, kleines, knackiges Neckknife-Video. Ich wollte euch einfach mal meine beiden Neckknives vorstellen, die ich aktuell trage. Und ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Neckknives benutzt, wofür ihr sie benutzt und welche Neckknives ihr benutzt. Lasst mal einen Comment dastehen. Vielleicht finde ich ja noch ein neues, drittes Neckknife für mich. Denn ich habe nur zwei. Und ja, ich mag Neckknives. Ich nutze die gerne einfach für so Alltagssachen. Paket aufschneiden, Verpackungsmaterial. Einen Apfel halbieren, so Sachen halt. Und es ist einfach für mich cool, wenn ich irgendwie zivil draußen unterwegs bin, kein feststehendes Messer am Gürtel zu haben oder einen dicken Folder in der Tasche. Da trage ich ganz gerne die Neckknives einfach unter dem T-Shirt oder über dem T-Shirt und ist schnell gezogen. Und ja, hier habe ich das Tuya Lil Björn heißt es, glaube ich, genau. Heißt auf Deutsch kleiner Bär. Das habe ich beim Outdoor Buddy auf dem Kanal gesehen, als er auf der IWA war. Und das habe ich mir dann sofort bestellt. Ist ein cooles kleines Neckknife mit Tanto-Klinge. Führig, war auch mal richtig scharf, mittlerweile durch die ganzen Pakete nicht mehr so scharf. Hier unten hat der Felix mir, als ich in Bayern war, so einen kleinen Pull dran gebastelt. Sehr cool das Teil, sehr praktisch. Könnt ihr es einfach besser ziehen. Hier unten mit der Hand, dann habt ihr den Knoten unten an der Faust und könnt das schön ziehen. Hier oben noch ein bisschen Paracord mit zwei Spierenstichen dran. Könnt ihr dann in der Größe verstellen. Einfach hier dran gezogen und das Ganze dann ja, eingestellt. Bisschen länger oder kürzer. Und hinten am Hals habt ihr von den Druckstellen her dann nicht eine Reihe Paracord, sondern zwei Reihen. Ist halt so auch ein bisschen bequemer. Sehr praktisch. Kydex-Scheide war auch mit dabei. Auch mit einer Gürtelhalterung. Die lässt sich ein bisschen schwer abmontieren, deswegen habe ich sie dran gelassen, weil ich keine Lust mehr hatte. Das war so der einzige Nachteil an der Scheide. Es ist ein bisschen schwer, das abzuschrauben. Und ich musste hier, damit das Messer ordentlich drin hält, mit dem Feuerzeug ein bisschen nachbearbeiten, dass das hier schön in die Öffnung hier reinfällt, dass es dann auch ordentlich hält, das Messer. Aber ansonsten ein cooles Neckknife, hat so 40, 45 Euro gekostet, glaube ich. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann kommen wir auch schon zu meinem zweiten Neckknife, was ja eigentlich kein Neckknife ist, sondern nur eine Möglichkeit, ein Opinel Nummer 8 als Neckknife zu tragen. Und das finde ich persönlich richtig cool. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Das habe ich beim Olli von US Kydex entdeckt, hat er mir zugeschickt. Schönen Olivgrün, habe ich mir auch ein bisschen Paracord dran gemacht, auch wieder zwei Spierenstichen, kann ich auch wieder die Größe verstellen. Und ja, ist einfach eine coole Option, auch mal einen Opinel als Neckknife zu tragen. Ist bei mir auch eingestaubt in der Schublade. Wie gesagt, die Hosentaschen immer voll, Handy, Portemonnaie, Schlüssel und ein bisschen Kleingeld. Und da habe ich dann einfach nicht so gern noch ein Messer in der Tasche. Und deswegen ist das Opinel auch wieder in der Tasche, in der Schublade gelandet. Und jetzt hängt es wieder um meinen Hals. Finde ich sehr cool, die Variante. Hier noch so ein altes Nummer 8. Das habe ich schon Ewigkeiten. Habe ich mir so eine kleine Kerbe reingeschnitzt, dass man es besser öffnen kann. Die Klinge habe ich brüniert. Die gibt es mittlerweile auch so fertig zu kaufen. Das war damals so ein YouTube-Trend. Da haben sie alle ihre Klinge brüniert und so eine Kerbe da reingemacht. Da bin ich natürlich mit auf den Zug gesprungen, habe das auch gemacht. Auf jeden Fall sehr schick das Ganze. Und was mir auch gefällt an dieser Variante, ihr seht ja selber, dieses Lil Björn ist ja sehr taktisch, aggressiv mit der Kydex-Scheide. Und wenn man das Neckknife dann mal über dem T-Shirt trägt, dann sind die Blicke nicht ganz so schlimm bei einem Opinel, da die meisten ja so ein Opinel kennen oder halt durch den Holzgriff das Ganze nicht so aggressiv wirkt. Und ja, finde ich auf jeden Fall, ist eine coole Variante. Das Opinel zu tragen hat mir richtig gut gefallen. Und den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, Freunde. Ja, das war es eigentlich so von mir, von meinen Neckknives. Ich hatte schon mal ein paar mehr Neckknives, habe ich aber wieder verkauft. Ich hatte mal so ein altes, kleines, extremer Ratio-Neckknife. Das hat mich damals so angemacht. Das war auch verdammt teuer. Aber ich wollte es unbedingt haben mit so einem Stripe-Tarnmuster drauf. Habe ich dann aber auch irgendwann wieder verkauft. Hat so eine ganz kleine, schon skalpellartige Klinge gehabt. Auch brutalst scharf. Ja, mit den Neckknives, da kann man mich immer holen, da kann man mich immer bekommen. Finde ich immer geil, die Teile. Ansonsten bin ich ja nicht so der Messerfreak. Ich kaufe nicht viele Messer. Ich habe auch ganz wenig Messer nur zu Hause.
Aktuell habe ich nur einen Master Hunter von Cold Steel zu Hause, habe ich jetzt auch hier am Gürtel. Und ansonsten ist es bei mir mit den großen feststehenden Messern so, ich habe mein Hauptmesser und wenn ich ein neues finde, was mir besser gefällt, dann verkaufe ich das andere und hole mir davon dann das neue. So mache ich das bei den Messern. Also da bin ich überhaupt kein Messer-Junkie. Vielleicht habt ihr was anderes von mir erwartet, aber es ist so, ich bin kein Messersammler, kein Messer-Junkie. Aber ja, irgendwas muss ja immer sein, ne, Freunde? Also, dann lasst gerne ein Like da, Comment nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Nächste Woche gibt es wieder ein, zwei Reviews, denke ich. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, Freunde. Macht's gut, bis dahin, ciao.